Now.
Hallo Leute und willkommen zurück. Ihr habt jetzt am Anfang der Folge in 6 Minuten gesehen, was ich hier die letzte Stunde 10 oder so gemacht habe, nämlich ein Riesenloch geschaufelt. Und das ist das Loch für unsere Lagerhalle und für unsere Tanks. Also dann wisst ihr schon mal, was hier so für Arbeit drin gesteckt hat. Und die Höhle, die ich da entdeckt habe, werden wir sicherlich auch bei Zeiten noch erkunden. Und da ich heute Langeweile habe, habe ich mir gleich ein bisschen Besuch mit dazu geholt. Moje! Ja, ich dachte mir wenigstens im TS, damit ich nicht ganz so alleine rumgammel. Und da er mir einen sehr guten Tipp gegeben hat gerade, weil ich wollte ja eigentlich Bäume fällen gehen und ich habe eigentlich keine Lust, Bäume fällen zu gehen. Und wir sind in einem Technik-LP, also bauen wir uns eine Multiblock-Farm für Bäumchen. Gut, ich würde sagen, start mal los. Ich brauche ein bisschen Bronze. Ich brauche ein bisschen mehr Bronze, als ich hier habe. Spätestens 16 Uhr. Es ist schon 16 Uhr, 40, 43, 44, 45. Stell dir mal vor, die Realtime dir zu ablaufen. Ja, super, dann würde ich meine Hausaufgaben nie schaffen. Dann würdest du gar nichts schaffen. Ja, wahrscheinlich nicht. Oh, ey, das ist so klar. Es ist so klar, ohne Scheiß. Ich habe das Handy heute ausnahmsweise mal nicht ausgemacht. Und was ist passiert? Genau. Also wenn der Handy nicht mindestens einmal in der Folge schellt, muss ich mir mal mein Handyton wechseln. Echt? Ja. Warum? Mein Handy mal einmal so schellen lassen. Oh Mann. Ja, ich habe jetzt gerade noch ein bisschen Woodpulp hier reingehauen, dass wir noch ein bisschen Papier herstellen. Unser Papier, wie man auch gerade vielleicht in dem Speedup gesehen hat, ich habe es ja einmal kurz umgesetzt, wächst und gedeiht. Achso, ich sollte vielleicht auch Peaceful wieder ausmachen. Ich habe es nur gemacht, damit ich nicht die ganze Zeit futtern muss. So, an welche Säge schließt du das dann an? An welche Säge ich was anschließe? Deine Baumfarm. Achso, ich werde es mit der normalen Thermal Expansion Saw machen. Okay. Also das heißt, du brauchst dann einen Carpenter und dann kannst du da Papier erzeugen wie ein Kranker. Genau, das mache ich ja gerade auch mit dem Carpenter. Ich muss nur gerade mal überlegen, haben wir noch? Ich glaube, ich habe noch ein paar Pipes da. Ich werde mal gleich den, wenn wir geschlafen haben, werde ich gleich erstmal den Carpenter an den Dings anschließen, an den Aquarius Akkumulator. Gucken wir mal, wie viel ich noch habe. Oh, nur noch 5 Liquidukte. Das ist schlecht. Brauchen wir noch ein paar mehr. Hab ich noch Kupfer? Naja. Momentan sind unsere Materialien schon wieder echt am Eingehen. 9 sollten reichen. So, ab ins Bett. Lululululu. Dann wird es ja heute wieder eine relativ lange Folge, wenn ich jetzt überlege, was ich gerade alles bauen möchte. Wir brauchen den Thermonic Fabricator. Ich glaube, ich habe es in 20 Minuten geschafft, aber ich bin mir nicht sicher. Ja gut, in 20 Minuten kann man das wahrscheinlich durchaus auch schaffen, wenn man hier nicht die ganzen Grundbedingungen noch erfüllen muss. Ah ja, stimmt, da habe ich 2 Folgen gebraucht, du hast recht. Ich bin gerade verwirrt. Klack, klack, klack. Hä? Klack, klack. Och Mann. Und habe ich irgendwo meinen Wrench? Wahrscheinlich habe ich, habe ich mit. Ha. So. Dann bekommst du jetzt hier auch Wasserregulator. Ah, sehr schön. Wunderbar. Sieht zwar nicht schön aus, aber erfüllt seinen Zweck. Und der Thermionic passt hier genau in die Ecke, das passt auch. Kannst du wieder deinen Spruch rauslassen? Ja, nein. War nicht schön, aber selten. Genau. Das wollte ich jetzt eigentlich vermeiden. Ja, dann sag's halt ich. Ja, ich merk schon. So. Wunderbar. Okay. Dann einmal, ich habe gesagt, ich brauche noch Bronze. Das heißt, wir nehmen jetzt hier den Rest Kupfer und den Rest Zinn mit, den ich hier noch habe. Und es sieht echt miserabel schlecht aus bei mir. Kann ich nicht, aus Zinn kann ich nichts. Aber hier ist noch Bronze. Gold brauche ich auch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Meine armen Materialien. Aber gut, wir haben genug Höhlen zum Erforschen, definitiv. So. Ah, habe ich ja schon fast genug für ein Story Casing, das ist doch gut. Du hast es doch bestimmt im Kopf. Wie baue ich so ein komisches Teil zum Pulver machen? So ein komisches Teil zum Pulver machen? Hä? Wo ich Barren wieder direkt reintun kann. Das ist aus Gregtech, was man händisch benutzt. Du meinst den Aloy-Smelter? Nein. Das händische Ding, diese kleine Schale. Ah, du meinst den Mortar? Genau.
Iron Mortar und Flint Mortar. Ich glaube, ich brauche einen Iron Mortar, oder? Also wenn du Grips. die, was willst du überhaupt machen, bevor ich blöd Bronze. Bronze. Also das heißt, du willst den Dust machen? Hast du IC-Strom schon? Ich weiß, das Ja, sollte man ich dann in habe Folgen. IC-Strom. Dann Definitiv. bau dir lieber einen Alloy-Smelter und machst damit, hast du mehr, kriegst du mehr. Du bist dir darüber im Klaren, dass ich eigentlich fast keine Materialien habe, ja? Alloy-Smelter ist nicht teuer. Ja, dafür brauche ich Inverplates, dafür brauche ich die Plate-Bending-Maschine, die habe ich noch nicht. Nee, keine Lust. Nein, du brauchst. Ach so, stimmt. Und die Rolling Machine brauchst. Yep. Nee. Nee. Dann hast du zwei Folgen. Dann habe ich 4 Folgen, weil ich habe das IC-Gebäude nämlich noch nicht aufgebaut. Ich habe jetzt bis jetzt nur so eine ganz kleine Versorgung hier für mein Applied Energistics Zeug. So, okay, ich brauche Stone. Und da habe ich sogar noch ein paar da. Hey. Ha, Fehler gefunden. Ist ja ist schon immer ein Traum, wenn man einen Fehler findet. So, Ja, ich okay. bin jetzt die ganze Zeit hin und her gelaufen. Bei der einen Seite gingen die Fenster auf und bei der anderen nicht. So, habe ich noch raffiniertes Eisen? Ja. Habe ich auch noch. Obwohl ich es immer noch nicht verstehe, warum man raffiniertes Eisen, also quasi Pseudostahl, braucht für einen Mörser. Aber egal. So. Ja, eigentlich müsste es heißen veredeltes Eisen. Dann wird's stimmen. Ist ja quasi so 6 Kupfer. Okay. Und 2 Zinn. Oh Mann. Zinn, Zinn, Zinn. Ich hab doch noch Zinn. Was beschwere ich mich denn die ganze Zeit? Nur halt in irgendwie 3 verschiedenen Ausführungen. Okay. So, Bronze. Also wie ihr seht, Mörser und Stößel kann man auch benutzen. Man muss nicht immer hier Macerator und so. Ist ja voll. Ja, und ist vor allem Greg Tech. Ja, das ist eigentlich der Hammer an der Sache. So, machen wir mal ein bisschen Bronze, bitte. So, ihr beiden arbeitet immer noch nicht, aber es bringt auch nichts. Die Zelle ist einfach viel zu voll, als dass ich euch hier wieder anschubse. Das lohnt sich einfach gar nicht. So. Na los, komm. Den letzten auch noch, bitte. Genau, danke. Thermionic Fabricator. Was ich jetzt gleich an Zinn brauchen werde. Ich freue mich schon. Und dann Glas vor allem. Ja, Zinn brauchst Schicht. du 1, 2, 3, 4, 5. Ein Stored Recasing, 4 Gold. Und dann kommt's halt drauf an, wenn du, wie ich dich kenne, machst du bestimmt die 60er Farm. Nein, ich mache erstmal eine kleine. Also ich habe nicht vor, jetzt hier eine Riesenfarm aufzubauen. Nur wenn man eine Dauer Support an Holz haben, ist das schon sehr nett. Da kann man nicht meckern. Also wie gesagt, die kleine, ich komme nur mal hinterher. Das Holz zu verarbeiten. Ich bin gerade hier. Kiste. War das Glas? Ich glaube ja. Jo, fertig. Ich glaube, ich habe kein Glas mehr. Dann such dir Sandstein. Nee. Ich habe noch Glas Paints, aber das bringt mir, glaube ich, relativ wenig. Nee, ich brauche dafür Glasscheiben. Dann nehme ich jetzt einfach mal hier ein bisschen Sand. Hatte ich nicht letztes Mal noch Glas gemacht? Nee, hier ist noch Popcorn drin. Hey. So. Oh. Komm, zieht ein Unwetter auf oder warum wird es auf einmal so dunkel? Nein, es wird nicht nachts. Wäre schlimm genug so. Und ich esse immer noch Melonen. Ja, ich esse immer Reiskeks, also. Ja, ich habe keinen Reis momentan. So, komm, 3 Stück hier. Ich habe bestimmt Glas im Rucksack und habe es noch nicht gesehen. Da wird mich bestimmt irgendwer wieder darauf hinweisen, netterweise. Ja, habe ich. Es war so klar. Warum gucke ich da nicht gleich nach? Weil du bist? Ja, wollte ich gerade sagen. Eigentlich sollte es jeder sich selbst beantworten können. So. Wir brauchen ein paar Tin-Electron-Tubes. Und dafür stelle ich jetzt den hier hin, schmeiße ein bisschen Glas rein. Wie ihr seht hier, wird er bald einschmelzen und wir brauchen etwas
15. Und was war das, Glas auch? Oder? Ich bin mir gerade echt unschlüssig, wie man die Elektronentubes gemacht hat. Ach, Redstone. Na, das ist nicht. Genau. So, und ich muss mal schnell was machen. Es kann sein, dass bei dir jetzt gleich was quakt. Was quakt? Mhm. Mhm, okay. You were moved. Oh. Buddy joined your channel. Ah. So. Ja, theoretisch kann ich auch irgendwie noch umstellen. Ich weiß gar nicht, wann ich auf Aufnahme gestellt bin. Bin ich ganz ehrlich. Bin ich jetzt auf Aufnahme? Ja. Okay. Das ist auch schön. Und der hat mir irgendwelche Sachen aus dem Inventar gezogen, weil ich die Tastenkombination hier wohl auch irgendwie belegt habe. So, sehr geil. Schön. Ja, das ist bombastisch. So, ich brauche Redstone. Haben wir jetzt zum Glück ein bisschen was. So. Die kleinste war 3x3, sehe ich das richtig? Die kleinste Farm, Moment. Ich kann da Gott sei Dank switchen. Ja, du hast den Vorteil, ich nicht. Ja, so, ja, okay, ich habe Gott sei Dank eine gute Rüstung mittlerweile an, aber es ist gerade Tag in unserem Rathaus. So. Das ist die Farmstruktur. Die kleinste ist 3x3, ja. 3x3x3. Einmal 3x4. Oh Mann. Du brauchst insgesamt 36 Farmblocks. Ja, ja. Fehlt auch dort. Und vor allem verschiedene, das ist ja immer das Witzige. So. Okay, also die 10 Electron Tubes brauchen wir schon mal definitiv. Dann brauchen wir Farm Bricks. Und für alle, die sich jetzt fragen, warum mir die Sachen hier angezeigt werden, ich erkläre es gerne nochmal. Es liegt einfach daran, dass wir das richtige NDI-Plugin drin haben. So. Kupfer. Stonebrick, Chisels. Nee, Stonebrick reicht mir vollkommen aus. Ich brauche Stonebricks. Also ich werde jetzt gleich erstmal zwei Stacks Steine durch den Ofen schieben. So ganz spontan. Oh. So, jetzt hat unser Rathaus auch einen kleinen Seiteneingang. Und dann ist was total Witziges, weil ich brauche nämlich dafür auch Holz. Verdammt. Also ich brauche Slabs. Dementsprechend werde ich jetzt wohl mal kurz nochmal in der Zeit ein, zwei Bäume umhauen. Da komme ich nicht drum rum. Hast du überhaupt kein Holz mehr? Nee, also ich bin echt in einer absoluten Holzarmut. Aber das ist nicht so wild. Ein paar Bäume stehen ja hier direkt in der Nähe. Ah, und ich sehe immer schön nachpflanzen. Nö. Dann erfreuen sie dich auch. Ich pflanze hier gar nichts nach. Puh. Ich habe sie immer wieder nachgepflanzt. Ich habe den Wald auch ungefähr schon viermal abgeholzt. Ja, ich glaube, das werde ich aber diesmal auch machen, weil ansonsten komme ich langsam in einen Bereich, wo wirklich nichts mehr wächst. Und was ich jetzt auch machen sollte, ist schnellstens in mein Bettchen verschwinden. Die Zeit ist nämlich gerade von Gelb auf Grau umgesprungen. Ihr wisst, was das heißt. Nacht. Ja, das, was bei mir die ganze Zeit schon ist. Aber wenn man so eine Rüstung anhast, ist es dir wurscht. Ah ja, ich möchte bitte meine Rüstung hier haben mit 10 Millionen EU. Die könnte ich niemals laden. Tschüpp, ab ins Bett. Ja, du hast halt nie mehr Energie für was anderes. Ja. So. Gut, gut. Dann haben wir jetzt ein bisschen Holz. 35. Süß. Und hier müssen jetzt auch ein paar Stone durch. Was ist denn mit dir los? Kannst du nicht schneller arbeiten? Meine Güte. Ah, wie viele Bricks kriege ich denn hier raus? Ja gut. Oh, ich habe einen Knopf gemacht, verdammt. Oh, immer wieder. So. Aber nur ein. Es war nur einer übrig. Ja, du hast ja auch noch Soundcraft drauf. Ich habe auch mehr als genug Steine, von daher. Durch das Ausbuddeln gerade habe ich ja doch ein paar Steine zusammengekriegt. Ja, ist doch gut. Hallo Skelett. Hast du gerade auf mich geschossen? Du wieder? Und das und das. Na, Hammer. Dafür hat er es mit seinem Kopf bezahlt. Brauche ich für jeden blöden Farmblock eine? Oh Gott. Ja, du brauchst für jede Farmblock ein Tin Electron Tube. Jupp. Ja. Oh, du brauchst, Freude. Moment, ein Stone Brick,
zwei Wooden Slab, zwei Kuppe Ingot oder Zinn bei dir. Ja, ich hatte das Rezept ja gerade drin. Kupfer brauchst du, nicht Zinn. Ich brauche Copper Electron Tubes? Nein. Farmstruktur, Farmblocks. One stone bricks, any variation or bricks or smooth chiseled sandstone. So. Two mal wooden slab, any? Two mal copper ingot, einmal tin electron tube. Ja. Ah, Zinn, okay. Electron tube. Und Kupfer ingots. Also, das ist mir schon. So, okay, ich kann jetzt noch. Oh, das reicht ja niemals. Das reicht nicht. Ich kann jetzt 32 machen. Jo, brauchst noch 4. Leutings, wir brauchen Zinn. Ganz, ganz. Hast du noch Erze? Ja, ich gucke auch gerade, ob ich noch irgendwo irgendwas habe. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Weil ich habe zwar Erze jetzt hier gerade abgefarmt, aber oh, aber wenigstens habe ich zwei Gas drin. Aber das war nur Ferrus, Lead, Monazit, Eisen, Aluminium, Kupfer. Ich bin schon beim Gucken. Kurz geduldig, der Herr. Nee, Tin habe ich definitiv. Vielleicht kann ich dir aus der Patsche helfen. Ja, ich dachte auch, es gibt irgendeine Option, aber die gibt es wohl anscheinend nicht. Aber ich muss auch gleich noch mehr Kupfer besorgen, also von daher. Blöde Idee. Habe ich hier nicht noch irgendwo Kupfer gehabt? Ja. Wenn wir gleich mal noch Kupfer drüben durchhauen. Ja, ein Zinn, das ist echt doof. Das Zinn liegt jetzt momentan in Ebenen, wo ich einfach nicht so ohne weiteres rankomme. So, okay, du hast hier mir mal die ganzen Bricks durchgehauen. Wunderbar. Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, stiefeln wir einfach mal in die Höhle. Spontan. Besorgen ein bisschen Zinn. Oder im Nether. Ach, ich besorge im Nether Zinn. Dann haben die Leute wenigstens auch ein bisschen Spannung. Ich weiß schon wieder nicht mehr, wie lange ich aufnehme, aber egal. Dann wird es halt eine lange Folge. Es wird ja auch eine lange Folge ohne Musik heute mal ausnahmsweise. Ja, und ich bin schuld. Naja. Nicht wirklich. So. Ach ja. Was will ich eigentlich mit 32 Glas? Bin ich jetzt Gaga? Aber bevor ich jetzt abbaue, muss ich noch mal kurz meine Spitzhacke disenchanten und reparieren. Halt. Du wolltest doch was von mir vorhin was wissen. Efficiency 3. Du warst doch schon mal im Nether und hast gebastelt, oder? Ja. Wo ist meine Metallurgiekiste? Da ist sie. Im Nether. Ach so, ja, stimmt ja, was es für Möglichkeiten gibt. Ja, aber also du jetzt bräuchtest Adlorid, ist das eine? Aldorid. Adlorid. Ja, das heißt Adlorid. Ich habe immer gedacht, das heißt Aldorid. So. Ist es da oben? Au, 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 blöde Fledermaus, blöde Fledermaus. Oh. Und Seruklase. Achso, du bist schon bestimmt wieder im Nether, wie ich dich kenne. Ja, natürlich bin ich im Nether. Wo soll ich ja sonst sein? Ja, so. Aber weißt du, nämlich Vulkanit findest, kannst du es ja leider nicht abbauen. Das Problem ist hier, wenn ich denke, ich finde Zinn, finde ich so Sachen wie Lemurit. Ja. Und das ist wahrscheinlich Silber. Ja, Neta Silber, super. So, und was ist das hier? Jetzt werde ich gleich von den Schweinchen verprügelt. Das ist Shadow Iron. Sehr schön. Wunderbar. Da freut sich doch das Herz. Und ich bin mal wieder ohne Jetpack hier rübergegangen. Das ist noch viel besser. Und da ist Zinn. Und jetzt werde ich wahrscheinlich gleich überfallen. Oder ist es auch kein Zinn? Nö, das war auch Lemurit. Warum sieht das alles gleich aus? Wow! Schießt die andere mit. Au. Boah. Komm, schieß doch nicht.
diesmal ordentlich auf mich hier. Komm. Schieß. Du Biest. Schieß. Ich stell grad fest, du hast komplett recht. Was? Lemorid-Ohr und Nether-Tin-Ohr ist definitiv dieselbe Textur. Na super. Da freut man sich doch. Nein, Zinn stimmt nicht ganz. Zinn ist ein bisschen weißer. Ich muss mich hier gerade mal rausretten irgendwie. Ja, ich habe jetzt einen Zinn, weil den Rest haben die Ghastviecher zerschossen. Das war echt gerade schon wieder eine sehr epische Aktion. Ja, aber das sieht wirklich fast genauso aus, also... Eine Nuance weiß es, glaube ich. Vielleicht mache ich da mal was. Aber jedes Mal falle ich auf diesen Zinn-Trick rein, also... Weil das da, würde ich sagen, ist Lemurit. Das ist so ein bisschen gräulich. Und das da wird wahrscheinlich... Ne, das könnte auch Lemurit oder... Oh, ätzend. Ätzend. Habe ich dir schon gesagt, dass es ätzend ist? So. Nee. Ich baue jetzt hier einen Gang. Da fällt mir jetzt überhaupt kein Lied ein. Da fällt dir kein Lied ein zu? Schade. Nee, mit ätzend. Ein alter Schlager. Ein alter Schlager? Ja, ich bin so ätzend. Ah. Ja, ja. Ah, hat's Klick gemacht. Ja, ja. Aber wenigstens habe ich Nethergold gefunden. Super, das brauche ich jetzt gerade auch überhaupt nicht. Und wahrscheinlich habe ich auch ein ziemlich volles Inventar. Ja, natürlich. Warum sollte ich auch mit einem leeren Inventar in Nether gehen? Da kommt bitte der... Das kann ja jeder. Genau. Das kann ja auch jeder. Total ätzend. So. Aber trotz alledem... Toll, jetzt finde ich hier diese ganzen Erze aus Tinkers Construct, die ich noch nicht abbauen kann. Ich würde nur gerne wenigstens so ein bisschen Zinn haben, damit ich den Mist noch fertig machen kann. Ansonsten schaffe ich ja wieder... Oh! Na? 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 Yay! Zinn! Jetzt muss ich es nur noch lebend nach Hause schaffen. Oh, das ist eine richtig große Ader, meine Fresse. So. Und wie haben wir gestern festgestellt, ist der sinnvollste Weg erstmal verdoppeln? Bei Zinn? Ja. Glaube ich, kannst du nicht verdoppeln, kannst du nur verdreifachen. Ja, du kannst den Pulverizer draus 3 machen. Okay, gut, na dann ist es auch in Ordnung. Das sind jetzt 19, dann sollte ich gerade so hinkommen. Ja, außer natürlich, du hast den erweiterten Maserator, der glaube ich schafft 4. Nee, den habe ich glücklicherweise noch nicht. Das ist das, was wir mal probieren müssten. Ja, naja, auf dem Server. Ich werde mich nachher sowieso nochmal ein bisschen ans Lager machen. Obwohl, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie gesagt, eigentlich steht ja noch Party an. So, mein Freund, bist du mir böse gesinnt oder muss ich jetzt, Jungs, macht mal Platz da vorne, bitte. Muss ich jetzt um mein Leben fürchten oder nicht? Nee, erstaunlicherweise ja nicht. Das ist total witzig gerade. Mich hat bis jetzt noch nichts angegriffen, ich bin begeistert. Und glaub mir, hier sind so viele, dass ich wahrscheinlich instant tot wäre. Und das Problem ist, wenn mich jetzt einer davon angreift und ich den erschlage, dann greifen mich danach alle an. Das ist immer so ein Traum im Nether. Au! Ah, Lava. So, und raus. Ich habe ja mehrfach mit dem Gedanken gespielt, die Aggressivität der Viecher auszumachen. Aber irgendwie finde ich es langweilig. Ja, ich habe jetzt extra angefangen, das Zeug so einzubauen, dass es ja richtig erst Spaß macht. Und ich habe schon wieder einen Texturen-Bug im Tank. Wie andauernd, ey. Immer wenn ich im Nether war, hatte Tank einen Texturen-Bug. So, Zinn, weg. Okay, das ist doch schon mal sehr schön.
Dann kriegen wir jetzt noch ein bisschen Zinn raus. Genau so viel erstmal, um nochmal 4 Tubes zu machen. Also ich kriege natürlich noch mehr raus, aber erstmal damit wir es überhaupt hinkriegen. Und dann werde ich wahrscheinlich die Folge diesmal nach dem Bauen der Bricks und so abbrechen. Ach, egal. Wit, 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 wit. Und komm, du auch noch. Ups. Und ich muss definitiv mein Lager erweitern. Also ich brauche mindestens noch mal eine 4K-Disk. Ansonsten habe ich echt ein Problem. Jetzt sag nicht, ist ja nicht. Ich hab gerade mal 4 1K-Disks. Okay, ich habe gerade irgendeinen Bug. Aber so einen richtig, richtig üblen Bug. Aha, und der wäre? Die Rezepte. Ich habe es vorhin nicht rausgezogen, ist ja klar. Okay, nee, das war mein persönlicher Fail, einfach nur. Ah, das war dein Bug. Ja, mein Bug, dein Bug, kennst du ja. Dazu könnte man jetzt eine nette Anekdote zum Thema, wie ist das Wort Bug eigentlich entstanden, machen. Weißt du das? Man hat Crossing Jordan geschaut. Weißt du das? Wie Bug entstanden ist für einen Computer? Hm? Das hast du mir schon mal erzählt, ich habe es aber wieder vergessen. Und zwar sind die Rechner damals so groß gewesen, dass Debuggen wirklich hieß, die Käfer aus den warmen Elektroteilen herauszuholen. Ah, okay. Weil die haben sich da natürlich sehr wohl gefühlt. So. Verstehe ich gar nicht. 36 brauche ich, jetzt habe ich 38. Und theoretisch, ich könnte jetzt einen Wasserzulauf machen. Dafür brauche ich ein Valve. Dafür brauche ich ein Valve? Brauche ich dafür ein Valve? Ja. Dann brauche ich einen. Ja, du brauchst ein, also wie hab's denn ich gemacht? Ein Valve, eine Gearbox und ich habe 3 Gearboxen gemacht, glaube ich. Ja, ich. Die Gearboxen sind auch die, wo das Zeug reinjagen, ne? Nee, die Gearbox ist für den Strom. Ah, okay, dann brauchst du eine, ja. Und von den anderen habe ich 3 gemacht. So, dafür brauche ich Tin Gears. Natürlich brauche ich noch mehr Zinn. Warum auch nicht? Halt, warum? Für Tin Gears? Du kannst die aus den Steinen machen, wo du gemacht hast. Du brauchst sowieso nicht alle. Wie du hast jetzt insgesamt, 36 Steine gemacht. Ja. Ja, und wenn du die mit, na, du musst die anderen natürlich mit einrechnen. Ja, also ja. Die Valve und so weiter. Aber ich brauche ja zum Beispiel für einen Valve, brauche ich einen Farmblock und ein Tin Gear. Ne, wa? Ich brauche trotzdem noch die Gears. Bin ich jetzt doof? Mhm, anscheinend schon. Ja, ich weiß, dass ich doof bin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Hatch, dafür brauche ich 2 Tin Gears und die kommen aus Zinn und Eisen. Ach so, ja, stimmt, du brauchst die Zahnräder, ja. Man sollte ja mal überlegen, was Gear heißen könnte. Könnte ja, helfen. Wäre eine Option. Und unser Papier wächst fleißig vor sich hin. Oh, das ist echt schön, also das gefällt mir. So, weil ich war nämlich auch in einer ziemlichen Papierarmut. Inzwischen habe ich 2 Möglichkeiten, Papier herzustellen, jetzt habe ich zu viel. Ja, ist ja immer so. Ist ja irgendwie normal. Entweder hast du nix oder zu viel. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Ach komm, wir machen hier gleich mal 8 Stück. Dann habe ich zwar schon wieder fast keinen Zinn mehr, aber das ist eigentlich auch relativ egal, weil Zinnarmut ist quasi dauerhaft vorhanden. Okay. Ich brauche ein Hatch. Da kann man nämlich Sachen reintun. Obwohl ich das auch nicht zwingend brauche, aber... Ich mach's jetzt erstmal. Ja, wie gesagt, ich habe 3. Ich habe 2 oben drauf mit dem Hopper. Und 1 unten, der wurde das Zeug dann heimtransportiert. Okay. Als ob's ich gebastelt. Ich merke nur gerade schon wieder, dass ich massiv überfüllt bin. So. Ein Hatch. Dann brauche ich. Geh mal weg hier. 1 davon. Ein. Oh, cool. Das war eine Säge. Ich brauche. Liebst du es auch so, wenn du keinen Platz hast? Ja. Wenn ich ja mal mit viel Platz rumlaufe,
Weiß ich nicht. Habe ich ein Spiel aufgehört oder so? Ja. So. Nach dem Aufräumen meistens. Okay, ein Fa ein Hatch, eine Gearbox und ein Valve. Was brauche ich fürs Valve? Glas, okay. Das ist doch schon mal schön. Jetzt habe ich wieder irgendwo hingepackt. Ah, da. Ein, zwei Glas und einen davon. Und dann haben wir das. Okay. Das heißt, ich habe jetzt das, das und das. Und die Tin Gears bleiben erstmal hier drin und die Farm Bricks. Wunderbar. Ich freue mich. Na, du Freund dir? Ja, aber voll. So, und jetzt hätte ich aber gerne erstmal ein bisschen Popcorn gegessen, bevor wir weitermachen. Ich bin ja gespannt, was ihr zu dem Dach sagt. So. Okay, dann bauen wir die Farm erstmal da drüben auf. Am besten. Ach, ich nehme einfach die Energiezelle dann gleich da raus und benutze die eiskalt. Ich brauche ja auch gleich noch mehr Stone Bricks, wenn ich mich recht entsinne, oder? Ja, ich kann dir sogar sagen, wie viele im Moment. 72, glaube ich. Ja. 1, 2, 3, 1. 72 Stück. Ich habe ja schon mal so eine blöde Farm aufgebaut. Und 3 mal 3 und 4 hoch, wenn ich. Ja, genau. Genau. So. 3 mal 3, 3 breit, 3 lang, 4 hoch, tief oder wie auch immer. So. Das Hatch müssen wir dann, das Gear, das Valve müssen wir dann versorgen. Mit Wasser, da brauchen wir noch einen Aquarius für, aber das sollte jetzt nicht das große Problem sein. So. Okay. So, dann kommt Hedge. Ich weiß gar nicht, ob man Hedge in die Ecke setzen kann. Ich hoffe es einfach mal. Yep, geht. Perfekt. So, und wir haben eine Baumfarm, wo meine Schaufel drin liegt. Hallo? Yay! Was muss man eigentlich tun, dass da eigentlich verschiedene Bäume gemacht werden und nicht nur eine Sorte? Musst du einstellen. Also Ich musst du habe dir das einfach nur andere versucht. Saplings nehmen. Ja, habe ich gemacht. Wusste da mal was. Ich benutze immer nur die einen Saplings und nicht alle. Musst du die anderen Saplings rausnehmen. So, ich Ja, wie muss nur gesagt, gerade er soll überlegen. jetzt zum Beispiel Birke und Oakwood gleichzeitig Wie machen. ist denn das Schema gewesen? Wie weit ist denn der gegangen nach außen? Drei oder vier? An den Ecken. Also ich Von weiß ja, den dass es wie eine Raute ist. dreien in der Mitte immer vier nach außen. Okay, gut. Genau, das wollte ich wissen. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Perfekt, so. Immer eins größer werdend. Das war eins zu viel. Eine tolle Aktion. Ah. Wunderbar, dann steht das auch schon mal. Ich überlege gerade, wow, jetzt wäre ich fast in meine Höhle gejumpt. Ich überlege gerade, ob ich noch einen zweiten Aquarius baue einfach oder ob ich das jetzt erstmal manuell mit Wasser betreibe und mir das dann für die nächste Folge aufhebe. So, das musst du wissen. Ich glaube, das mache Ich ich hab gleich mal. einen, ich habe gleich einen gebaut. Ja, ich habe ja noch einen Aquarius drüben rumstehen. Also theoretisch ist der ja auch nicht schwer zu bauen, aber. Ja, du kannst auch den nehmen, der rumsteht. Dann steht er nicht mehr rum. Nee, ich brauche den anderen, ja. So, ich habe einen Machine Frame hier noch rumliegen. Das kann ich dafür ja benutzen. Ich habe einen Pneumatic. Habe ich die noch? Ich glaube, ich hatte auch noch Pneumatics. Yep. So. Machine Frame, Pneumatic. Irgendwo habe ich die Eimer reingeschmissen. Da ein Eimer, von denen man ja so viele braucht. Ne? Ja. Glas und hey, welch Wunder, man braucht Zinn.
Also diese Zinnarmut ist echt. Ne. Unglaublich. Was noch viel unglaublicher ist, ist der ganze Müll, den man so mit sich rumschleppt. Ja, normal. Immer. Ach ne, die Liquidukte brauche ich ja gleich. Die Farmbricks brauche ich jetzt nicht mehr. Ich brauche jetzt nur noch Stonebricks, die ich mir gleich noch basteln muss. Aber vorher geht's noch mal ins Bett. Oh Mann, das wird eine riesenlange Folge. Sind wir ja von dir gewohnt. Nee, eigentlich habe ich mich jetzt immer so auf eine relativ gute Folgenlänge eingeschossen. Das ist gerade etwas doof, ehrlich gesagt. Ich hatte jetzt gerade so eine vernünftige Folgenlänge erreicht. So, mal gucken, ob ich den Aquarius. Ja, hab ich auch. Wie gesagt, seit ich jetzt die Story arbeite, ist es vorbei. Aber da freuen sich die Zuschauer ja. Wenn man nicht auf die Uhr drückt und Genau, und dann einfach aufnimmt und aufnimmt und aufnimmt und aufnimmt. genau, man dann irgendwann auf die Idee kommt, du könntest da mal nachschauen, wie lange du aufnimmst und dann feststellst, ja. Das war ein bisschen zu lang. Nee, und dann sagst du dir, nicht, das war zu lang, sondern du hättest eventuell ja auf dem Gedanken ein wenig eher kommen können. Du hättest eventuell 3 Folgen in der Zeit aufnehmen können. Na, du blödes Spinnchen. So, Wasser geht rein. Jetzt bauen wir uns noch ein bisschen Fertilizer. Dieser ganze Appetite-Kram. Nee. Hatte ich nicht noch irgendwo? Ja, hier. Sand. Da. Und das war mal wieder schlau. Damit habe ich jetzt auch den Fertilizer und schon wieder einen Texturenbug. Du mir dann einen Texturenbug hast. Ja, na, mit den Cycraft-Tanks. Ständig. Also ich hatte nur einen Bug mit dem Cycraft Tank, den habe ich dann komplett neu bauen müssen. Nee, also mein Tank an sich ist alles wunderbar. Und ich kann halt durch den Tank jetzt durchgucken. Hast du das Texture Pack von mir drauf oder noch das? Nee, das ist jetzt noch das Vorhergehende. Ja, okay. Weil das, wenn du meins dann drauf tust, ist es weg. Okay. Weil da habe ich Xai runter. Was hast du? Sei runtergeschmissen? Ja, das Texture Pack. Weil das ist Okay. ja noch buggy. Das habe ich auch noch nicht angepasst, weil da habe ich keine Lust vor 1.5.1. Na gut, lohnt sich ja wahrscheinlich auch nicht wirklich. Ja, Factorization habe ich auch noch gemacht, aber Xai ist noch Tour hatte. So, jetzt kommen wir zum spaßigen Teil, nämlich das Auslegen der Steine. Und viele machen hier ja den Fehler und legen die Steine aus, während sie schon Materialien da drin haben und werden dann ständig genervt von dem Teil hier. Ich muss das Ding fertig machen, so habe ich es auch gemacht. Juhu! Und so. So. Mini-Baumfarm. Quasi betriebsbereit. Mir war so, als wenn dir 5 rausgehen würde. Also es ist gerade geil, es ist gerade 3:24 Uhr und mein Nano-Helm lädt mein Anzug auf. Bist du dir sicher, dass es 3 sind? Was soll ich mir sicher sein? Dass es 4 sind? Also vom Block aus 4 Stück nach außen nur? Nicht 5. Vier, ja. Also du hast doch den Mittelpunkt von 3x3. Ja. Und dann gehst du 4 nach außen und das auch 3x3. Ja, klar. Also steht auf jeden Fall so in der Wiki. Gut, ich habe jetzt mal einen Block ersetzt nach außen, weil irgendwie kommt mir das zu klein vor, aber das werden wir dann gleich sehen. Ja, das ist dann schon die Medium.
Also, du willst dir die Small bauen. Richtig. Ja, die Small ist 5. Die Medium ist 4, die Small ist 4 und die Medium ist 5. Jetzt müssen wir nur gucken, dass ich irgendwie irgendwo ein paar Saplings auftreibe. Da, 64 Stück, perfekt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und dann fehlt nur noch eine einzige Sache. Strom. Saplings. So, okay. Ihr haut alle hin. So, jetzt holen wir uns die Energiezelle. Und wenn die dann angeschlossen ist, dann haben wir in der Folge auch wirklich was geschafft, außer ein Riesenloch gebuddelt. Gehst du mal kurz ab. Herkommen bitte. Dankeschön. Habe ich nur ein kleines Problem. Wie soll ich auf meine Farm raufkommen? Kann ich mir eine Brücke bauen? Gibst mal jetzt einfach mal. Ah, es wird Tag, die Umgebung stirbt. Theoretisch hätte ich die Farm auch viel tiefer bauen können, aber egal. So, wir haben eine 300er Zelle. Und jetzt sollte Ist anfangen. jetzt. Ah, SPELP. Da ist es. Mach so schöne Screenshots, die wo ich dir dann zeigen will. Und was mache ich? Vergesse die Screenshots hochzuladen. Ja, das ist natürlich doof. So, also, wie ihr hier seht, er hat recht. Hier wird nichts gebaut. Dann lassen wir die mal noch schön aufbauen hier. Vor allem habe ich das Ding in der Savanne gebaut. Das heißt, der Wasserverbrauch ist enorm hoch, weil hier ist hot und arid. Aha. Also heiß und trocken. Das ist quasi wie Wüste. Oh, cool. So, okay. Gebaut hat er jetzt alle. Fertilizer läuft auch durch. Ja, Wasser habe ich dazu getan. 204% Hydration. Ja, ist kein Problem. Kann ich mitleben. Der wird ja durch den Aquarius ordentlich versorgt. Wenn er jetzt noch Baumsaplings hinstellen würde, wäre ich glücklich. Weil irgendwie, ah, jetzt wieder. Und meinst dann macht er das, für was du gebaut hast. Genau. So. Na, Jung? Jetzt baut er hier mal Bist auch du die wieder falsch, die Saplings Spinne, hä? drauf. Ja? Nee, du machst Backen, die Spinne. Blödes Viech. Und mit dem letzten Sapling, den er jetzt hier gleich setzen wird, nämlich genau da, genau, möchte ich mich mit der Oh. XXL-Folge hier Oh. mal verabschieden. Ich werde jetzt noch ein bisschen Drag nerven und heute Abend ist Party angesagt. Scheiß auf Hausaufgaben, Party ist immer wichtig. Also, Genau. nein. Und auch Hausaufgaben. Definitiv nicht. Also, ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüssi! Jo, ciao.